Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Space Engineers. Wir betreten unser kleines Schiffchen und dann mal gucken, ob wir damit jetzt starten können. Energieverbrauch überladen, habe ich mir schon gedacht. Okay, wenn ich starten will, gehen die Triebwerke an. Das heißt, der Reaktor wird wohl nicht ausreichen. Das habe ich mir aber mehr oder weniger schon gedacht, dass das so hin, dass es so passieren wird. Dementsprechend hatte ich nämlich hier dann schon mal ein bisschen Platz gelassen. Und dann bauen wir nämlich hier die Reaktorkomponenten, die wir noch übrig haben. Verbauen wir nämlich hier. Und machen nämlich hier drin dann... Ja, wo ist er? Tipp, 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 tipp. Reaktor. Reaktor, da. Reaktor. Dann bauen wir nämlich hier... Ein noch hin, da brauchen wir Herstellungskomponenten. Haben wir da noch welche? Ne, da brauchen wir Eisen für. Macht aber nichts. Eisen kriegen wir sehr zügig von hier unten. Dann bauen wir nämlich hier noch ein paar, paar Reaktoren rein. Und dann kommen wir nämlich damit dann auch voran. Drei Reaktoren könnte es fast sogar reichen, weil die Bohrköpfe verbrauchen sehr viel und die Triebwerke verbrauchen natürlich auch noch mal ein bisschen was. Da haben wir ja auch nicht mit gegeizt. Ich probiere es dann erstmal mit drei Reaktoren. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Da müssen wir natürlich auch noch mal gucken, dass wir eventuell von den Uranerz da oben noch ein bisschen was holen. Weil das brauchen wir ja auch dann, um die anderen Reaktoren zu befüttern. Ich hoffe ja, das verbraucht nicht, die verbrauchen nicht zu viel, dass wir dann halt mit dem Uran nicht mehr hinkommen. Aber das werden wir ja dann rausfinden. So, erstmal Refinery wieder bestücken. Da haben wir noch ein bisschen was. Und hier haben wir noch was. Das Silber da unten interessiert mich jetzt erstmal nicht so. Obwohl es natürlich gut zu wissen ist. Wieder was weg. In der Zwischenzeit kümmert er sich hier ums Platin und allen Kram. Das ist natürlich auch ein bisschen härter zu verarbeiten. Das lasse ich jetzt auch erstmal, dass er das kurz nochmal ein bisschen weiter verarbeitet. So. Das ist das eine. Jetzt gehen wir mal nach hier oben, wo es so schwarz schimmert. Und reißen hier auch nochmal ein bisschen was in der Höhe weg. Ihr seht ja schon, was ich hier wegbaue, ne? Das brauchen wir nämlich gleich auch nochmal.
Ein bisschen Gestein ist mit dabei, das ist nicht schlimm. Und weg mit dem Gemüse. Das kann auch weg. Da haben wir noch eine Stahlplatte irgendwie im Inventar mit rumgeschliffen. Oder zwei. Da ist auch nochmal irgendwas. Stein. Na, was soll's. Business Shipment. Das müssen wir uns gleich auch nochmal sichern. Das lassen wir natürlich wie immer ein bisschen näher kommen. Und so lange tragen wir das Zeug hier alles aus dem Berg. Das Uran ein bisschen nach vorne geschoben und das Eisen, damit das weg ist. So. Das Business Shipment ist jetzt immer noch ein bisschen weg. Und wenn es jetzt so auf 7000 oder 6000 runter ist, dann machen wir uns auf den Weg. Das ist halt die Frage, was holen wir uns? Bin fast dazu geneigt, dass wir uns mal die Solarzellen da abzwacken. Weil die bringen uns ja wahrscheinlich auch nochmal was. Da können wir nämlich auf Solarenergie teilweise noch umstellen. Da haben wir die Öko-Raumstation. Nein, aber dann sind wir halt nicht mehr so abhängig, dass wir jedes Mal im Berg hier nach Uran graben müssen. Wie ein Bescheuerter. Damit uns der Saft nicht ausgeht. Zumal ja Uran auch erstmal gefunden werden muss. So, noch ein bisschen was hier mitnehmen. Das holen wir noch raus und dann sollte das Schiff auch in der Nähe sein. Schnell nochmal ein bisschen beeilen hier. Das hat die Refinery ran voll, das ist auch gut. Die soll sich ja während unserer Abwesenheit jetzt auch nicht langweilen. Irgendwann reiße ich das ab. Das nervt mich. Jedes Mal fliege ich daneben. Dagegen. Ja, daneben auch, aber dagegen auch noch zusätzlich. So. Das letzte bisschen, was wir jetzt noch holen können. ...7000, da ist auch jetzt die Marke auch erreicht. So. Das passt. Und raus hier. So. Und das brauchen wir ja nicht. Da haben wir noch ein bisschen Volumen frei. Kurz mal tanken. Und auf geht's.
So, was holen wir uns denn? Holen wir uns die Silizium-Wafer oder... Also die Solarzellen? Oder holen wir uns... ich weiß es nicht. Das Triebwerk wäre auch nicht schlecht. Triebwerkskomponenten halt, die haben auch seltene Rohstoffe drin. Oder Reaktor. Reaktorkomponenten haben wir noch ein paar Stück auf Halde. Triebwerke auch. Wir gucken uns mal an, aus was diese Solarpanels gemacht sind. Ob sich das lohnt, die zu klauen oder wenn nicht, dann würde ich sagen, holen wir uns die Triebwerke wieder. Weil, wie gesagt, da kriegen wir Gold und Platin. So. Jetzt sind wir auch in Schlagdistanz. Okay. Woraus sind die Herrschungskomponenten? Solarzellen? Ach komm. Nehmen wir die mal mit. Ich weiß jetzt nicht, wie wertvoll da die Solarzellen sind. Die Solarzellen reißen wir hier komplett raus. Oh, sind schon voll quasi damit. Kriegen wir wenigstens Computer oder so das? Nee, randvoll. Okay, dann haben wir wenigstens die geholt. Scheinen ja ganz schön schwer zu sein, die Dinger. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Wenn ja, dann fliegen wir schnell nochmal zurück. Das kriegen wir, glaube ich, auf Kette. Bevor dann das Flugzeug wieder abhaut. Dann können wir da uns nochmal ein bisschen was holen. So. Beim Business Shipment, die lohnen sich, glaube ich, ganz gut. Da gibt es viele, viele Komponenten. Ja, ist leider despawned. Naja, macht nichts. Aber beim Business Shipment, da gibt es schön viele Komponenten zu holen. Das würde ich auch gerne entern. Da gibt es ja diesen Connector-Block. Da muss ich mal schauen, wie wir das hinkriegen. Vielleicht bauen wir uns auch ein separates Schiff, was halt so darauf spezialisiert ist, quasi Schiffe zu demontieren. Ich habe gesehen, es gibt neben dem Bohrer, gibt es natürlich auch noch Schweiß- und Schneidgeräte. Und mit so einem Trennschleifer, so einem riesigen, da lässt sich garantiert so ein Schiff auch schön schnell demontieren. So. So, Leute. Papa ist wieder zurück. Zack. Ah, wollen wir mal gucken, was so eine Solarzelle denn einbringt. Haben wir denn eine da? Silizium-Halbleiter, Platinbarren. Nicht viel, aber ein bisschen, aber vor allem Silizium. Gut, das kriegen wir relativ, ja, geht so halbwegs. Und Gold bringt es ein bisschen ein. Da würde ich aber sagen, bevor wir die einfach verbasteln, einfach demontieren lassen, würde ich gucken, ob wir dann nicht hier irgendwie noch Energie rausgewinnen können. Indem wir uns ein eigenes Silizium-Panel bauen. Da. Solarzelle. Nein. 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 Ja. Nein, nein, nein. Nein. Ja. 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 Entfernen. Okay, damit kann ich so drehen. So, und da ist die Sonne. Das heißt, ich würde mal sagen, dass ich das jetzt mal hier baue. Brauchen wir nur eine Herstellungskomponente noch. Da werden wir aber hoffentlich ja jetzt mittlerweile eine haben. Nein, werden wir nicht haben, weil
Eisen noch nicht vorgerückt ist. So, aber jetzt müsste es ja gleich soweit sein. Dann machen wir das mal schnell nach hier. Das Uran, was hier fertig geworden ist, nehme ich mir auch nochmal mit. Das packen wir auch mal schnell hier rein. Und die Herstellungskomponente. Die haben wir jetzt. So, dann kann man nämlich hier mit der neuen, kann man das Ding dann hier hinflanschen. Dann machen wir mal hier eine hin. So, das reicht doch dann, oder? Ach, den Schneider haben wir ja gar nicht dabei. Stimmt. Nehmen wir es ruhig wieder beide mit. So, 5 Metallgerüste und 5 weitere Herstellungskomponenten. So, haben wir das auch hinter uns. Zack, 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 zack. Ein großes, 4 kleine. Also ein Stahlrohr, 4 Stahlplatten. Ein Stahlrohr. Ein großes Stahlrohr. Und 4 Stahlplatten. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Sonst brauchen wir ja, glaube ich, nicht allzu viel noch. Computer. 3 Herstellungskomponenten. So, Computer haben wir auf jeden Fall, das weiß ich. Solarzellen haben wir nicht genug, das weiß ich auch. So, Stahlplatte noch dran. Und dann 2 Computer. Ich dachte, wir hätten noch 2 Computer. Dann brauche ich noch 2. Wo haben wir sie? Da. 1, 2. Und Solarzellen brauche ich dann leider auch nochmal welche. So, da reichen die Silizium-Halbleiter nicht für. Aber macht nichts. Aktuell brauchen wir ja sonst keine Halbleiter für irgendwas. Und vielleicht kommt hier nochmal ein Schiff demnächst vorbei. Dann haben wir das nämlich auch weg. Okay, die sind ratzfatz verbaut. Und hier brauchen wir nochmal das. Und das. Die verzimmere ich gleich mal hier hinten. So. Und dann können wir nämlich hier den Reaktor noch hinzimmern. Na. Na, jetzt. So, da brauchen wir auch ein Metallgerüst, ein Stahlrohr und eine Reaktorkomponente. 2, 2. Und eine Reaktorkomponente haben wir hier auch noch rumfliegen. Ah, hab sogar noch ein großes Stahlrohr da gehabt. Egal. Rennt uns ja nicht weg. Hoffe ich. So, ein Motor und ein 10 Computer. Okay.
Das heißt, zwei Motoren, 20 Computer. Computer, zack, zack. Das reicht zum Glück noch, die Menge. Den kann man wegmachen. Und die nehmen wir mal mit. Okay. Die Solarzellen sind natürlich extrem schnell verzimmert. Das war super. Na, gucken wir mal schnell hier drin nach. Da brauchen wir noch zwei Stahlplatten. Da kommt noch ein Militärschiff angetüdelt. So, zwei Stahlplatten ist ja weniger das Problem. Die haben wir ja hier rumfliegen. So. Gut, dass die Stahlplatten am längsten brauchen fürs Montieren. Obwohl es nur zwei sind. Okay, das passt. Und dann hier nochmal den Rest. Dann haben wir drei Reaktoren. Ich hoffe, dass es ja dann vielleicht reicht, aber 100 Megawatt erzeugt einer aktuell. Kann ich hier noch was verzimmern? Nein. Okay, was wird hier gerade noch gemacht? Da werden noch Silizium-Wafer. Und da ist er gerade am Uran zugange. Dann nehmen wir uns mal das erste Uran, nehmen wir uns gleich mal mit. Und ich sollte mir eine Rampe da dran bauen. Nee. Na komm. Dieses Rumfling im dreidimensionalen Raum ist nicht meins. Ich habe Platin eingepackt. Mann, bin ich gut. So, da kann ich gleich wieder üben. Wie ist das mit dem Fliegen? Ja, klappt wenigstens so ein bisschen besser. So, jetzt haben wir zwei Reaktoren laufen. Und gleich haben wir drei. Ich will nur mal schnell schauen, wie viel haben wir hier noch übrig. Auch drei. Das ist also nicht mehr so extrem viel. Das heißt, das nächste Mal sollten wir auf jeden Fall nach Uran buddeln. Nee. Da. Jetzt haben wir drei Reaktoren am Laufen. 3 Kilowatt, okay. Info. Sehen wir da irgendwas? Nee, nee, nee. Reflektoren. Triebwerke 14, okay. So, sieht man hier, wie viel das verbraucht? Nee, ne? Okay, dann gehen wir trotzdem mal an Bord. Und wenn ich jetzt hier drin bin, da habe ich hier den Bohrer. Okay, Waffentyp zu Bohrer gewechselt. Triebwerk. Das passt doch alles. Gyroskop ist an.
Unsere Fernkräfte wirken nicht stärker sind als dieser Wert. Ich glaube, das da. Das ist es, glaube ich. Hallo? Naja. Muss ich gleich mal gucken. Aber ist auch kein Problem, weil die Folge ist eh am Ende. Von daher, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.